Was macht eine professionelle Recruiterin? Das verrät sie uns selbst, Grit Halal. Die klassische Suche nach Personal stellt man sich vielleicht so vor, die Stelle wird ausgeschrieben, Bewerbungen trudeln ein, Bewerbungen sichten, Vorstellungsgespräche führen und dann wird der beste oder die beste Kandidatin wird dann dem Job angeboten. Was hat diese Geschichte mit der Realität zu tun? Es hört sich gerade so einfach an. Ich glaube, die Schwierigkeit beginnt schon damit, wirklich eine gute Stellenbeschreibung rauszuschicken, weil nicht jeder oder zusammenzustellen, zu schreiben. Die besteht ja aus verschiedenen Dingen. Das eine heißt Unternehmensbeschreibung. Da wären wir wieder bei Vision und Mission. Wer sind wir? Weshalb? Warum? Wie viele? Und was soll dieser Mensch eigentlich tun? Das zu beschreiben und dann auch den Menschen zu suchen oder diese Person zu finden, die genau auch die Arbeitspräferenzen mitbringt, um diesen Job zu machen. Man kann es so wunderbar an der Kreativität festmachen. Es gibt Menschen, die sind kreativ im Umgang mit Informationen und es gibt Menschen, die sind kreativ, die sind Künstler. Und diese Künstler sind meistens, das erkennen wir daran, die haben immer Schaffensperioden. Ne? Dann radieren sie eine Weile, dann kommen sie in die Ölmalerei oder in der Richtung. Oder Musiker, die spielen das, was andere sich ausgedacht haben. Komponisten sind meistens die, die kreativ mit Informationen umgehen und die Musiker sind dann diejenigen, die es spielen. Und wenn es geht, das spielen, was der andere komponiert hat. Allerdings würde der Komponist wahrscheinlich sehr selten in einem Orchester spielen, weil der tanzt laufend aus der Reihe und hat ständig neue Einfälle, anstatt zu spielen, was andere komponiert haben. Das heißt, einen kreativen Menschen, der kreativ im Umgang mit Informationen ist, sollte man zum Beispiel nicht in die Buchhaltung, nicht in die Produktion, nicht in den Wochenplaner stecken, der hat andere Fähigkeiten. Den sollte man vielleicht auch nicht ins Webdesign stecken. Das wird sehr oft zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit gemacht, wo gesagt wird, Sie sind kreativ, werden Sie doch Webdesigner. Nein, das ist eine ganz andere Art der Kreativität, die da gesucht wird. Und diese gibt es nicht nur zwei Varianten zu, sondern es gibt auch welche, die sind sehr wortgewandt und welche, die setzen auch die Hände ein. Da gibt es Extraversion, Introversion, ob ich praktisch, pragmatisch, kreativ bin. Wie treffe ich Entscheidungen? Treffe ich überhaupt Entscheidungen? Das hängt ab von den Arbeitsaufgaben. Welche Person gebraucht wird? Welche Qualität brauchen die denn? Und je nachdem, lese ich in Jobbörsen Stellenausschreibungen und frage mich, wisst ihr eigentlich, wen ihr sucht? Also ihr seid nicht geklärt, wen ihr sucht und dann wird da mal alles reingepackt. Irgendwen werden wir schon finden. Und dann haben wir noch den Part, den ich so sage, es wird halt auch durch die Arbeitsmarktförderung trainiert, sich richtig zu bewerben. Bewerbt euch mal auf eine Stelle, macht euch passend. Das ist das, was unsere Wirtschaft überhaupt nicht gebrauchen kann. Unternehmen brauchen und auch Bildungsträger oder auch Gemeinwohl in der Karriere wünscht sich Menschen, die authentisch sind. Weil Unternehmer spielen ein Spiel, ihr Spiel. Und sie brauchen jemanden, der mit ihnen genau dieses Spiel spielt. Also sie werden auch nicht einen Stürmer ins Wasserbecken, also vom Fußball den Stürmer in ein Wasserbecken stecken und sagen, jetzt spielen wir Wasserball. Vielleicht macht es ihm ein bisschen Spaß und vielleicht macht es auch beim ersten Mal Spaß, aber es wird kein Langstreckensport sein, wenn seine Passion und seine Mission im Fußball steckt. Und genau so kann man das auf die Wirtschaft übertragen und sagen, Bildung, egal, Verwaltung, das betrifft sie alle. Es ist eine Kunst, eine Stellenbeschreibung so auszufassen. Es hat sehr viel mit dem Unternehmenden zu tun, der Organisation zu tun, hinauszutragen. Arbeit ist soziale Beziehung, das heißt, wir wollen Visionen, wir wollen Emotionen drin, wir wollen eine emotionale Bindung haben. Das Drama kennen wir, jedes Jahr schickt Gallup raus, bei 83% sind wir dieses Jahr, die keine oder eine schlechte emotionale Bindung an die Dinge haben, die sie tun an ihren Arbeitgeber. Und das erleben wir draußen, Unzufriedenheit. Ich habe mir das jetzt gerade sehr schwierig vorgestellt. Wenn ich ein Unternehmen habe, was sozusagen eine falsche Stelle ausschreibt und dann einen Menschen habe, der sich verstellt, um diese falsche Stelle zu bekommen,
dann kommt da ja am Ende irgendwie nichts Gutes raus. Genau, schlimmstenfalls ist ein Kleinwagen, den man nicht besitzt. Also ein Onboarding-Prozess, der missglückt, und das passiert leider sehr oft, sind ungefähr 20.000 bis 30.000 Euro, je nachdem wie hoch das Bruttogehalt ist. Habe ich einen Headhunter mit dran, habe ich eine Stellenbörse, habe ich dort ausgeschrieben, Stellenausschreibungen sichten. Auch wir haben dieses Dilemma schon erleben dürfen, dass wir bei Green Jobs ausgeschrieben haben. Wir haben unwahrscheinlich Zulauf gehabt. Ich habe wochenlang da gesessen und Bewerbungen gelesen, weil man möchte ja dann auch wirklich den finden, man möchte gerecht sein, man möchte fair sein. Und dann sitzt man und liest und findet nicht die passenden. Also das ist tatsächlich, dass wir auch durch einen gewissen Zwang, sich bewerben zu müssen, sehr viele, ich sag mal, bring mir Geld, bring mir Miete, bring mir Essen, Suchende haben. Wir haben alles voll, jeder möchte gerne ein Einkommen haben, aber doch bitte dort, wo auch der richtige Platz für sein Spiel ist. Menschen, die an der falschen Stelle sind, bringen Unfrieden hinein, bringen Disharmonie hinein. Die funktionieren dann auf Druck, auf Schieben. Das ist eigentlich nicht das Spiel, was gerade kleine und mittlere Unternehmen gerne spielen. Und dann ist Stress und irgendwann trennt man sich oder man trennt sich eher nicht. Und dann geht das Gezerre los, weil dann, wenn dann die Probezeit drüber ist, dann wird noch ein Personalgespräch und noch eine Zielevereinbarung. Wenn man Menschen hat, die wissen, was sie wollen, was ihre innere Stimme, was ihre Begabung sind, die laufen von allein. Und dann können sie spielen. Dann können sie stürmen. Mhm. Und genau, da wollen eigentlich die Menschen hin. So wie Bewerbungsprozesse heute oftmals laufen, wird es leider das, was mit den 83% zu tun hat. Und da wollen wir eigentlich auch hin mit Gemeinwohl in der Karriere. Eine Veränderung herbeiführen, weil auf beiden Seiten des Flaschenhalses erzeugt der jetzige Zustand einen unwahrscheinlichen Ressourcenverbrauch. Also nur ein Kleinwagen, das ist dann schon eine Menge Zeit, die da runtergegangen ist. Das ist Geld, Money, Geld, Zeit ist Geld oder Arbeitszeit, die ich halt für Dinge vergeudet habe, die ich nicht erreicht habe. Und da will Gemeinwohl in der Karriere, Arbeitsvermittlung und Personalvermittlung für Pioniere der Gemeinwohlökonomie eine Lösung schaffen. Kooperativ, solidarisch, aber vor allen Dingen zielführend. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon festgestellt, dass einfach diese Personalsuche, gutes Fachpersonal zu finden und die Suche danach sehr schwierig ist. Das heißt, ihr unterstützt Unternehmen eben bei der Personalsuche, ihr unterstützt sogar auch beim Aufbau von Teams. Das heißt, was macht ihr jetzt als Profis anders? Wir haben ein Analyse-Tool, was jetzt in den letzten 7 Jahren schon erprobt wurde. Wir haben sie Arbeitssinn erlebbar genannt, weil wenn ich meine Begabung und meinem inneren Ruf, meiner Berufung folge, dann habe ich auch einen Grund und Freude zu arbeiten. Dann überlege ich nicht am Sonntag, oh Scheiße, ich muss wieder auf Arbeit und am Freitag freue ich mich nicht aufs Wochenende, sondern dann lebe ich immer, zu jeder Zeit. Ich habe gerade jetzt auf Facebook geschrieben, wer seine Begabungen lebt und wer seiner inneren Stimme folgt, der trennt nicht mehr zwischen Arbeits- und Freizeit. Also das sind für mich echt auch Fremdbegriffe, weil wenn ich zu Hause Yoga mache, dann ist das auch für mich Arbeit, weil ich eben auch wieder meinen Körper fit habe, ich bin mein Mindset fit, ich bin gesund. Das gehört für mich auch zur Arbeit mit dazu. Was machen wir anders? Unser Analyse-Tool setzt auf etwas auf, was schon seit den 80ern, glaube ich, in der BWL unterrichtet wird, dem Corporate Identity Management von Professor Herbst. Jedes Unternehmen hat Vision, Mission, hat Werte, eine Unternehmenskultur, Corporate Communication Behavior Design. Wer aus dem Markenbereich kommt, der kennt das. Ja, so wird eine Identität in Unternehmen geschnürt. Viele haben das mit dem Kopf eher gemacht, als wirklich mal hineinzugehen und der inneren Stimme zu folgen. Unternehmen sind soziale Wesen, hatten wir vorhin schon, sind soziale Beziehungen. Das heißt, ich kann diese Gesetzmäßigkeit auf den Menschen legen. Und zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite muss eine Deckung von 70% in allen drei Bereichen, Vision, Mission, Werte, sein. Dann wird es wirklich ein Spiel.
Alles andere ist Berliner Wetter, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das ist nicht spielen. Genau. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wie wirkt es? Es gibt ein Analysetool, wo wir gerade auch dabei sind, mit künstlicher Intelligenz dieses Analysetool allen zur Verfügung zu stellen. Wir haben Millionen Berufstätige, egal ob nur Unternehmende oder Angestellte, es trifft, oder Freelancer, es betrifft jeden. Und es gibt nicht mehr diese klassischen Jobbörsen, sondern es gibt regional, wir müssen ja auch nicht mehr, sehen wir gerade in dieser Zeit der Pandemie, wir müssen nicht weltweit durch die Gegend geschickt werden. Es gibt Möglichkeiten, sich auch über Kilometer zu verbinden, über ganze Landesteile oder Kontinente miteinander online verbunden zu sein. Und es kommen tatsächlich nur zur Vorlage bei den Unternehmen, die auch eine Trefferquote von 70% haben. Das heißt, die Stellen werden nicht unbedingt öffentlich ausgeschrieben, sondern die Unternehmen können sich präsentieren, damit das Ego erst gar nicht in die Verlegenheit kommt und sagt, ah ja, das finde ich toll, das will ich mal machen. Das kann ich auch. Das kann ich auch, ist für mich ein Zeichen, dass derjenige nicht geklärt ist. Und dann gibt es im besten Fall ein Match. Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass gerade die guten Kandidaten, Kandidatinnen haben ja eben meistens mehrere Angebote. Und was können dann Unternehmen oder eben auch KMUs machen, um sich da vom Wettbewerb abzusetzen und bei den Bewerberinnen zu punkten? Eigentlich ist es schon seit Jahrzehnten bekannt. Wer sich selbst verwirklicht, wer sich selbst Verantwortung übernehmen kann, da sinkt auch das materielle Interesse. Jeder kennt die Pavlovsche Bedürfnispyramide. Wir haben ganz unten die materiellen Grundbedürfnisse, die Sicherheit, die Versorgtheit des Menschen betrifft. Aber danach kommen sofort soziale Grundbedürfnisse. Und das heißt, wir wollen uns verbinden im Arbeitskontext. Wir wollen wirksam sein, wir wollen mitgestalten, wir wollen Lösungen schaffen, wir wollen teilhaben, wir wollen entscheiden, vor allen Dingen auch über uns selber entscheiden. Das sind so wichtige soziale Grundbedürfnisse, die man kommunizieren muss. Ich mache mich mittlerweile immer so ein bisschen lustig, wenn jemand schreibt, und wir bieten auch einen Obstkorb. Wenn ich ein ordentliches Gehalt habe, ist der Obstkorb, glaube ich, nicht das Ausschlaggebende, und die freien Getränke, das kann sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin leisten. Aber sich mit jemandem zu verbinden, ist etwas Einzigartiges. Und diese Einzigartigkeit sollte auch ein Unternehmen nach vorne, nach draußen tragen. Das können Konzerne nicht. Regionalität, wer will denn umziehen? Ich habe Familie, ich habe Freunde. Ja, sich wirklich vor Ort wieder zu verbinden, regionale Kreisläufe zu schaffen. Wir sehen gerade auch mit den Engpässen in der Pandemie, egal ob es jetzt Baustoffe sind oder ob es die Ernährung ist. Was wir regional vor Ort haben, haben wir vor Ort. Und dort, wenn der Mensch glücklich ist vor Ort, dann ist er auch glücklich im Arbeitskontext. Und wenn er dort beitragen kann, und das ist das, was wir nicht lernen können. Unsere Begabungen und unsere innere Stimme können wir nicht lernen. Alles andere können sie lernen, sie können Elektriker werden, sie können alles lernen. Aber sie können ihre innere Stimme nicht lernen, die ist da. Und das intuitive Arbeitsverhalten können sie auch nicht lernen. Das ist sozusagen eine Veranlagung. Sie hatten im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie sich als Pioniere sehen bei Gemeinwohlökonomie. Was genau verstehen Sie darunter? Die Gemeinwohlökonomie ist tatsächlich ein Wirtschaftsmodell, was es nun mittlerweile schon seit 10 Jahren und in 30 Ländern und ich glaube mittlerweile auf allen 5 Kontinenten, ich glaube in Australien noch nicht, schon da ist. Es wird gelebt, es ist eine basisdemokratische, alternatives Wirtschaftssystem, was von Christian Felber und 7 Unternehmenden im Sommer 2010, glaube, oder 2011 gegründet worden ist, 2010. Und zwar, dieses Wirtschaftssystem beinhaltet, dass sich Unternehmen, Organisationen, Gemeinden danach ausrichten, auf Werte, dahinter stehen ja immer Bedürfnisse, die auch zwischenmenschliche Beziehungen gelingen lassen. Das ist Menschenwürde,
Das ist Solidarität und soziale Gerechtigkeit, erleben wir gerade einen Riesenrun an diesem Bereich. Das ist ökologische Nachhaltigkeit, wir können auch Klimaschutz oder Umweltschutz dazu sagen. Und es ist Mitentscheiden, Mitbestimmen. Das sind Werte, die zwischenmenschliche Beziehungen gelingen lassen. Lange Zeit waren die nicht so wirklich wirksam in der Wirtschaft. Und man hat versucht, über Druck, über Schieben, über Ziele, Vorgaben etc., versucht, Menschen dorthin zu drücken, wenn man es halt nicht besser wusste, würde ich eher sagen. Und jetzt gibt es ein Umdenken. Okay, wie kann es denn leichter sein? Weil wenn es leicht ist, wenn die Menschen miteinander spielen, was ist, wenn Arbeiten spielen ist und nicht arbeiten? Dann werden wir nicht so viel krank, wir können mitgestalten, uns fällt mehr ein, wir sind kreativer und das wird zukünftig auch der Wettbewerbsvorteil sein. Wenn wir haben Technik, Technologie wird immer preiswerter. Das heißt, der Wettbewerbsvorteil wird sein, habe ich Menschen, die das spielen? Oder habe ich Menschen im Einsatz, die unter Druck arbeiten? Und das ist in der Medizin, in der Psychologie schon längst erforscht. Wer unter Druck hat, hat einen Tunnelblick, hat Blockaden, hat Blackouts. Das haben die anderen Menschen nicht. Wir können nicht ausbrennen. Und die Krankheitskosten, die zum Bruttosozialprodukt mit beitragen, zur Volkswirtschaft, sind halt auch die Krankheitskosten. Also Arztrechnung, psychosomatische Ausfallerkrankungen etc. Genau, tun wir doch präventiver etwas dazu, dass wir gemeinsam hier gut leben. Wenn 82% unserer Berufstätigen nach Hause gehen und schlechte Laune haben, sie können den Energieverlust, und es ist ein Energieverlust, wenn ich auf Arbeit immer kämpfen muss, also Angriff, Flucht, Starre, dieser Dysstress ist nichts anderes als Überlebenskampf. Wenn wir das switchen, in den Bereich, dass Menschen ihre Begabungen einsetzen, dann erleben sie Begeisterung. Und Begeisterung führt auch zu einer gewissen Sattheit, also Zufriedenheit. Ich bin nicht abhängig von anderen. Ich glaube, da sind wir Pioniere, ja. Nicht nur in der Gemeinwohlökonomie, sondern eben auch im Umdenken und zu schauen und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in den Arbeitskontext zu tragen. Mhm. Und da stehen wir, glaube ich, jetzt gerade mitten in einer Transformation. Also die jungen Menschen fordern es einerseits ein, sie wollen anders arbeiten. Andererseits gibt es einen Generationswechsel und wir haben nicht nur, viele denken, dass es nicht so ist, aber wir haben immer ungefähr 1,5 Millionen unbesetzte Arbeitsplätze. Okay, wie können wir Branchen verändern? Muss der Handel noch so aufgebläht sein? Oder können wir vielleicht Menschen für andere Berufe begeistern? Danke für Ihren Rundumblick, für die Einschätzung und viel Erfolg bei der Mission. Danke.